Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, hier Tantala. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereintes Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Okay, ich muss mich umgucken. Wohin? Dahin? Das ist Lazarett, das große Gebäude. Nee, okay. Da vielleicht irgendwo? Verifiziere das Haus Indien. Wie soll ich denn den jetzt machen? Steht das irgendwo hier drüber oder so? Das ist nicht. Das ist auch nicht. Auch nicht. Das hier vorne? Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcon sollte helfen. Ja, Mann. Folgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Jala hat Ende. Nice. Achso, oh, ich kann mich schon bewegen. Achso, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas. Ich dachte, er sagt ja so irgendwas. Boah, die Grafik ist so geil. Die Grafik ist wirklich scheiße geil. Muss jetzt hier. Ich glaube, ich muss hier rein, ne? Oder was? Irgendwie. Ich schau mich erstmal um, ob hier irgendwas rumliegt, ne? Ich schau mich erstmal gediegen um. Sprinten kann ich nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt die Zeit, bevor wir den Orden in Anführungsstrichen verraten haben. Weil wir haben ja gesehen, dass wir gejagt wurden von dem Orden. Und ich glaube, wir sind jetzt immer noch im Orden. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal kurz ein bisschen spielen, bis wir den Orden auch wirklich ver. Ich glaube, hier muss ich durch, ne? Ja, wir gehen einfach mal hier durch. Okay. Oh, sieht aber wirklich schon verdammt geil aus. Warum gibt es in jenem Spiel, was düster ist, solche Puppen? Na gut, sowas hier, ja, das ist egal, ne? Ich frage mich immer noch, was ist jetzt für ein Spiel abgeht. Ist es jetzt mit Monstern? Weil ich habe auf jeden Fall auf dem Cover gesehen, dass es ein Monster gibt. Also im Spiel dürfte es irgendwie irgendwo was mit Monstern zu tun haben. Aber wir sollen jetzt auf Zivilisten schießen? Na gut, wir sollen nicht tödliche Gewalt anwenden. Aber Schießen gehört bestimmt dazu. Hey, was geht ab? Naja, ich mach mal mit. Was haben wir denn hier Schönes? Mysteriöse Verschwinden in... Okay. Whitechapel verlassen. Oh, das sieht so schön aus, das Spiel. Vor allem, das Spiel ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Na, warte mal, ich kann mal gucken, wann das rausgekommen ist. Warte mal kurz. Na, komm schon. Na, komm schon. So, das Spiel ist... Boah, wann ist denn das rausgekommen? Warte mal, ich guck mal kurz. No, ich wollte gerade sagen, 1886. Oh, nee, das heißt, das Spiel 2015. Wow, schon über ein Jahr alt. Beinahe 2 Jahre. Krasser Scheiß. Das sieht immer noch verdammt geil aus, wenn ich jetzt überlege, was sonst so für Spiele rausgekommen sind. Die jetzt nicht so geil aussehen, wie halt zum Beispiel Black Ops 3. Na gut, das sieht auch schon ziemlich gut aus, aber... Oh, das sieht schon echt geiler aus. Na, kann ich auch... die Rückseite ansehen. Ich versuche gerade irgendwie die Rückseite zu sehen, Digga. Achso, ich muss das drücken, um die Rückseite zu sehen, achso. Was, Winken Family? 26. Juli 1886. Ey, wir haben auch den 1. Juli, wo ich das auf... Den 2. Juli, cool. Gerade mal 120 Jahre Unterschied. Naja, na gut, 130 Jahre, um genau zu sein. Na, so bist du auch vor dich hin. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Ach ja, Fegen. Besen, mit dem Besen zu fegen ist wie Masturbieren. Einfach zu erlernen, aber unmöglich zu meistern. Ich hoffe, du schaffst es irgendwann, Digga. Ich hoffe. So, wir müssen weiter. Na, toller Fahrstuhl kaputt. Jetzt müssen wir echt noch mehr Treppen gehen. Mal ein bisschen hinne, Bro. So, ein Idiot. Ja, verflucht. Das dachte ich mir auch gerade, als ich dich gesehen habe. Ich denke mal, ich muss hier durch. Ja, ich bin richtig. Runter auf die Straße. Bestätigt.
Was? Einfach so rüber? Was? Du bist doch schon ein alter Sack, was darfst du doch gar nicht mehr machen. Weil lass das mal lieber die Jungen, den jungen Leuten. Ja gut, ich würde es auch nicht machen. Ich bin aber auch nicht so sportlich wie dieser alte Sack hier. Einfach mal rübergesprungen und runter. Na gut, alter Sack kannst du ja auch nicht sagen. Der sieht immer so aus wie 40? So. Ja, ich würde so sagen 40. Wegen dem Bart sehen die Leute immer älter aus. Oh, Digga, das wird dann sowas von deinem Tod sein. Galahad, Igraine, was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... nun, typisch. Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Hast du es nur Bierflaschen? Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. Oh, ich höre andere Leute. Sir, kann ich Ihnen helfen? Sir. Hey, Sir. Wollen Sie knutschen? Okay, dann nicht. Gehen wir weiter. Weißt du, ich überhaupt nicht, ob ich richtig bin. Ich sehe nirgends von der großen Anzeige, wo man lang muss. Aber ich denke mal, dass ich richtig bin. Sir, was ist hier passiert? Sehr gut. Schon viel besser. Stell dich nicht so an. Ja, Constable. Das ist eindeutig der Fall. Vielleicht braucht er ein Glas Wasser. Dieser Mann braucht nichts zu trinken. Er hat Asthma. Sind Sie etwa Ärztin? Nein, aber mein Vater. Ich habe schon viele Leute mit diesen Beschwerden gesehen. Okay. Dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Verfügung. Nice. Was ist denn das jetzt? Ist es Alk? Kann ich es mitnehmen? Er schaut es sich an und lässt es liegen. Er kann es bestimmt drehen, ne? Mit Dreieck? Ne, geht nicht. Schau, ich dachte, ich kann mit Dreieck drehen. Guck mal, ein Spiegel. Na, blende ich euch? Scheiße, ne? Ah. Man sollte meinen, es ist sinnlos, was ich gerade mache. Ist es auch, aber es sieht gerade echt cool aus. Wahrscheinlich nur, weil das Spiel so eine geile Grafik hat. Wahrscheinlich nur deswegen. Oh Mann, ich find's cool, dass wir einen Trenchcoat haben. Sie müssen den gesamten Bezirk absperren und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. War? Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Igraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. Muss zugeben, sie erinnert mich ziemlich an Eddie Fry aus Assassin's Creed Syndicate. Kann ich jetzt laufen? Drücke L3 und Wegpunkt. Guck mal, sie kann laufen, aber ich nicht. Ah, jetzt auf einmal. Ah, okay. Lieber spät als nie, ne? Warte, ich bin schon älter. Warum zückt sie ihre Waffe und ich nicht? Okay, ich höre Schüsse. Sobald wir drin sind, lass niemanden mehr durch. Sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen? Meinen Sie einen starken Mann, der alles kontrolliert? Genau. Gehen Sie uns einfach aus dem Weg. Sie wollen doch nicht irrtümlich draufgehen. Ärger. Die üblichen schießwütigen Söldner. Die Vereintes Indien-Kompanie will enthusiastische Handlanger. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Haufen Söldner, die noch mehr Chaos stiften. Sie haben den Befehl, alles abzuriegeln. Okay, wir gehen über die Kalkanten rein. Wenn ihr meint.
Waren ihre Beine gerade durch den Rock geglitscht oder kam das mir gerade so vor? Ich habe auch immer nur was Weißes gesehen, als sie an mir vorbeigesprintet ist. Oh, Digga, zück dein Gewehr. Digga, Gewehr! Sie hat das Gewehr schon in der Hand, warum du nicht? Galahad, in Deckung! Gehen wir an die Arbeit. Oh ja. So macht ein richtiger Gangster das. Einfach aus. Einfach so. BAM! Headshot. Okay. Also ich kann Waffen wechseln. Jetzt habe ich einen Revolver. Ne? Ich war aber lieber meine Sie. Oh, der Originalpistole. Verschwindet von hier. Sucht nach Waffen. Ihr zwei. Schwingt eure Ärsche hierher. Ich brauche Hilfe. Los jetzt! Los! Los geht's, ihr Bastarde! Ein Gewehr. Ja, Mann, ihr Bastarde! Bam! Der ist tot. Der ist auch tot. Wo sind die anderen? Mehrere Entflohene kommen aus der Gasse. Naja, ich sehe. Ein paar sind zum Atrium unterwegs. Oh, ich hab sogar getroffen. Nice! Los, Angriff! Wow! Shit, auf jeden Fall wurde ich schon mal einmal getroffen. Aber. Achso. Haha. Headshot. Das ist. Ist das ein Pumpgun? Nein, das ist ein Gewehr, geil. Oben auf der Treppe. Oh, fuck. Ja, scheiße, ne? Wenn die Gegenspieler besser equipped sind als ihr. Scheiße. Ja, ich glaube, die Leben heilen sie automatisch. Wäre zumindest besser. Für mich. Nice. Feind erledigt. Sammle ich auch eigentlich Munition automatisch auf oder gehe ich einfach nur rüber? Da war gerade was da. Achso, okay, ich muss selber aufsammeln. Hier war doch irgendwo einer, den ich erschossen habe. Achso, nur hast eine Pistole da. Okay, leicht verschwinden auch. Na, dann kann. Ach, da ist wieder eine Munition. Okay, anscheinend kriege ich für meine Primärwaffe keine Munition, deswegen werde ich erstmal mit der Sekundärwaffe weiter rotzen. Verdammt! Ich meine, ich wollte es versuchen, aber. Okay. Muss nachladen. Boah! Die Tür ist verschlossen. Ich höre drinnen Bewegungen. Also ich höre Sex da drinnen von zwei Männern. Schnell. Drinnen sind noch mehr Verrückte. Das ist doch Sex oder was höre ich da gerade? Ey, du sollst rauskriechen, nicht in die Ecke. Raus! Ey, gut. Ist dein Leben, was du verschwendest, ne? Easy! Ist okay. Verdammt! Sie alle ab. Bereit? Erledigen wir den Abschaum. Rauchgranaten. Gut. Und jetzt? Anvisieren und. Rauch unterwegs! Ey, da bin ich gerade hingeworfen. Sie wirft ihre genau dahin, wo ich die hingeworfen habe. Das war ja komplett useless, ne? Aua, aua. In der Bar.
Achso. Na komm, der Digga. Bam, bam. Flüchtling neutralisiert. Schau mal schon, Baby. Schieß sofort auf deine Patschchen. Komm, den schalte ich doch easy aus hier. Im Stockwerk darüber waren noch mehr. Wir müssen sofort darauf. Alles klar. Ich suche immer noch nach Munition. Nein. Einfach rüber hier, Digga. So, da ist auch nichts. Okay, anscheinend hat die keine Munition. Das ist kacke. Ich würde gerne mal eine Sekundärwaffe öfter nutzen, aber ohne Munition ist es halt ziemlich useless. Muss ich jetzt hier durch? Nein. Okay. Wieder zurück. Wo ist die andere? Ach, da muss ich hin. Wir sollten den zweiten Stock räumen. Bist du soweit mit allem zufrieden? Ruhig. Ein ganz normaler Morgen in London. In der Tat. Ich hoffe, das war erst der Anfang. Ladies first. Still. Was meinst du, Alter? Meinst du, wir können ein paar von den Reichen abknallen? Ha? Schon gut. Total unauffällig. Total unauffällig, wie wir den ausgenockt haben. Einfach mal über den ganzen Tusch rübergezogen. Bam! Oh! Oh, das muss wehtun. Vollaufnahmen! Boah, man muss ja auf jeden Fall mit Deckung arbeiten, weil er hat hier wirklich sehr wenig Leben. Ziel erledigt. Da rennt aber schon ganz schön, ne? Dafür, dass ich noch sprinten kann? Dafür, dass er schon so ein alter Sack ist? Man ist ja ganz schön flink unterwegs, der Typ. Ich will nicht immer meine Hauptwaffe haben. Ich will die Sekundärwaffe erstmal leerballern. Was geht? Feind erledigt. Peng, peng, aus der Hüfte. Okay, das aus der Hüfte schießen ist dumm. Wir warten. Holy shit, ist die Funktion geil. Okay, okay, Leute. Das mit dem Anvisieren, mit dem Peng, Peng, Peng aus der Hüfte ist sehr geil. Hab mich erledigt. Ziemlich an Red Dead Redemption erinnert. Mann, mit John Mars. Oh, das war ein geiles Spiel. Das war sehr geil. Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis, Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen.
Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la Liberté! Percival. Seltsam. Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Igraine nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Okay, weiter geht's. Schon wieder! Immer die Hauptwaffe! Digga! Ich kann gar nicht die Waffen wechseln. Ich will Sekundärwaffe, Mann, sonst baller ich die ganz schnell leer. Kommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft vor. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Okay, aber wer war das da hinten? War das jetzt die Frau, mit der sie mit ihnen gequatscht hat? Der so ein komische... Es sah aus wie eine Kutte von Weiner. Ich habe das jetzt auch nicht genau gesehen, weil sie ist jetzt ungefähr einen Meter vom Bildschirm entfernt. Ich sitze jetzt nicht direkt davor. Deswegen ich das auch nicht so direkt erkannt habe. Ich werde mir noch kurz ein Video in Aufnahme nochmal reinschauen. Aber ich glaube nicht, dass man den erkennt. Ich glaube, den sollte man auch gar nicht erkennen. Ansonsten, glaube ich, ein massiver Spoiler für die Zukunft. Das Spiel. Hier ist nur ein Gasraum. Da können wir noch rein. Nice. Okay, wir können auch hier rum. Oh, was haben wir? Es ist auch immer noch Gegenstände, die man so aus... die man sich so anschauen kann. Ach komm, wir gehen mal hier durch. Ich glaube, ich wäre auch fassungslos. Machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Na, ich habe hier so ein paar Typen gefunden. Die haben Leichen gefunden, die komplett zerfleddert waren. Aber sowas muss man dann nicht an seine Teamkollegen weitergeben, ne? Sowas kann man sehr ruhig für sich behalten. Finde ich zumindest. Shit! Da komme ich nicht rüber. Na, verdammt. Verdammt, da hat das Spiel mich schachmatt gesetzt. Da kann ich leider nichts mehr tun. Achso, hier muss ich hoch, okay. Lass den Parkour-Opa hier durch, Leute. Der Parkour-Opa regelt. Yo. So der dermaßen der krasseste Parkour-Opa. Ey, wenn du hier den einfachen Weg gehst, ne? Die Jugend gewinnt immer. Alter, irgendwann verkloppe ich die Alte. Die geht mir sowas von auf den Sack, ne? Ja, ich bin schneller und so. Ja, ich bin auch schon alter Sack, ne? Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Mein Ding ist versperrt. Könnte etwas dauern, bis ich bei Ihnen bin. Ich würde sagen, mehrere.
Ziel bei mir. Wow. Wow, was zum? Holy shit! Die rennen zurück und kommen dann wieder angerannt? Was zum? Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der letzte ist entkommen. Igraine, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Und jetzt? Ah, oh shit, geil. Wo ist er hin? Ich glaub hier lang. Folgen die Lykane. Komm hoch, Digga! Los! Der kann dir auch nicht mehr helfen, Bro! Das kann nur noch ich. Also wäre ich das Monster, ne? Würde ich einfach Drive-By-mäßig einfach ein paar Leute aufschlitzen, wenn ich einfach drauf vorbeirenne. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbblüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt, zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment important. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden.
Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat.